Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung von So Simple. Mein Name ist Sabine und heute nähen wir zusammen eine süße Kinderjacke aus Musselin. Die Jacke ist wirklich blitzschnell genäht und kann sogar als Wendejacke genutzt werden. In der Anleitung zeigen wir dir auch noch verschiedene Verschlussalternativen, mit denen du so richtig kreativ werden kannst. Die Jacke ist perfekt als Mitwachsjacke geeignet, weil sie durch die doppelte Verarbeitung schöne Umschlagsäume bekommt. Besonders toll sieht das aus, wenn du innen und außen verschiedene Stofffarben verwendest. Apropos Stoffe, natürlich kannst du den Schnitt, auch wenn er eigentlich für Musselin ausgelegt ist, auch aus anderen Stoffen nähen. Cord, Jersey, Sweat oder Waffelstoffe sind gute Alternativen. Und selbstverständlich kannst du auch verschiedene Stoffarten mixen. Das haben wir hier in den Nähbeispielen auch mal gemacht. Wichtig ist immer, dass du den Stoff vorab wäschst und bügelst, damit die Jacke bei der ersten Wäsche nicht einläuft. Das Schnittmuster für die Jacke bekommst du auf meinem Blog und zwar in den Größen 92 bis 164. Wenn du Schnittmusterkleben nicht so cool findest, dann kannst du den Schnitt auch als Papierschnittmuster bestellen. In der Basisanleitung zeigt dir Yves, wie du das Jäckchen mit einem Verschluss aus Camsnaps arbeiten kannst. Druckknöpfe aus Jersey, Karabiner, Steckschnallen oder klassische Knöpfe sind weitere kreative Möglichkeiten. Ein paar davon zeigen wir dir am Ende des Videos. Starten wir mit dem Schnittmuster. Klebe das Schnittmuster nach Klebeplan an den schwarzen Linien zusammen. Schneide die richtige Größe aus. Die Jacke ist in einer Boxy-Form gearbeitet, das heißt, sie fällt eher weit. Wenn du Bedenken hast, dass sie nicht passen könnte, kannst du vorab ein Probemodell nähen und den Schnitt gegebenenfalls schmaler zuschneiden. So sollten deine vorbereiteten Schnittteile jetzt aussehen. Und jetzt geht's schon an den Stoffzuschnitt. Du brauchst einen Musselin für die Innen- und einen für die Außenseite. Wir starten mit dem Zuschnitt der Ärmel. Lege das Schnittmuster im Fadenlauf auf den doppelt gefalteten Stoff. So bekommst du direkt ein gegengleich zugeschnittenes Ärmelpaar. Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Die Markierungen kannst du anzeichnen oder als Knipse innerhalb der Nahtzugabe mit einer kleinen scharfen Schere machen. Anschließend werden die Vorderteile in doppelter Stofflage zugeschnitten, natürlich ebenfalls gegengleich, einmal rechts, einmal links, und das Rückenteil im Stoffbruch. Dabei ist es wichtig, dass die Markierung für die hintere Mitte bzw. den Stoffbruch genau am Stoffbruch entlang liegt. Auch hier solltest du Passzeichen und Markierungen auf den Stoff übertragen. In der Mitte des Ausschnittes macht Yves ebenfalls einen Knips, damit wir anschließend, wenn wir die beiden Jacken zusammennähen, die Mitte der Ausschnitte aneinander ausrichten können. Du brauchst also zwei Vorderteile, ein Rückenteil im Bruch zugeschnitten und zwei Ärmel. Und das Ganze brauchst du zweimal, nämlich auch nochmal aus dem Futterstoff. Im Grunde nähst du für diesen Schnitt zweimal dieselbe Jacke. Mit einer Ausnahme. In einer der Seitennähte des Futters lässt du eine Wendeöffnung von 8 cm. Wir starten mit der ersten Jacke. Dafür legen wir die Schulterkanten der beiden Vorderteile und des Rückteils bündig rechts auf rechts aufeinander. Stecke Vorder- und Rückenteil an den Schulterkanten zusammen. Du kannst dafür Stecknadeln oder auch Stoffclips verwenden. Nähe die Schulterkanten mit der Overlock oder mit einem Geradstich deiner Nähmaschine zusammen.
Wenn du mit der Nähmaschine nähst, solltest du die Stoffkanten zusätzlich mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich versäubern, damit sie nicht ausfransen. Lege nun den ersten Ärmel rechts auf rechts an das bereits genähte Teil und stecke ihn fest. Dabei trifft die Markierung am höchsten Punkt des Ärmels auf die Schulternaht. Beginne in der Mitte und arbeite dich langsam nach außen vor. Nähe den Ärmel mit der Overlock ein. Nähe den Ärmel mit der Overlock ein. So sollte das jetzt aussehen. Stecke den zweiten Ärmel genauso fest und nähe auch den mit der Overlock ein. Stecke jetzt die Ärmel und Seitenkanten rechts auf rechts aufeinander. Achte darauf, dass alle Stoffkanten bündig miteinander abschließen. Beim Zusammenstecken sollten sich die Achselnähte genau treffen. Falte sie voneinander weg, damit die Jacke unter dem Arm nicht aufträgt. Wenn du noch mehr Ideen zum Nähen für Kinder und Babys suchst, dann schau dich gerne auch mal auf meinem Blog um. Dort findest du jede Menge Anleitungen für Kinder, Babysachen und auch für Teenies. Zum Beispiel gemütliche Hosen, die sich perfekt als Kombipartner für Jacke Moon eignen. Abonniere gerne auch meine Nähpost, wenn du magst. Ich schreibe dir dann zweimal die Woche und versorge dich mit Motivation, Nähprojekten, Anleitungen, Rabatten und auch dem ein oder anderen kostenlosen Schnittmuster. Ich freue mich auf dich. Die zusammengesteckten Ärmel und Seitenkanten werden auf beiden Seiten jetzt wieder mit der Overlock geschlossen. Deine erste Jacke ist fertig. Nähe aus dem Futterstoff eine identische zweite Jacke. Allerdings lässt du hier in der Seitennaht eine Wendeöffnung von 8 cm frei. Diese Version der Jacke schließen wir mit Camsnaps. Damit die nicht ausfransen, verstärken wir die Stellen, an denen die Camsnaps sitzen, vorab mit Wonder Dots. Lege die vordere Mittelmarkierung deiner Jacke genau übereinander. Nimm die Schablone für die Knopfmarkierung und zeichne die Position der Knöpfe ein. Dabei liegt die Schablone in einem Abstand von 1 cm zur Stoffkante auf dem Stoff. Alternativ kannst du übrigens auch die Knopfposition an der fertigen Jacke markieren. Übertrage die Knopfposition mit der Schablone auch auf das zweite Vorderteil. Alternativ kannst du einfach auch Stecknadeln durch den Stoff stechen und so die Knopfposition markieren. Verstärke die Markierungen mit Wonder Dots auf beiden Vorderteilen. Die Wonder Dots verhindern ein Ausreißen der Druckknöpfe. Wenn du keine hast, kannst du auch Reste von Bügelvlies zur Verstärkung nehmen. Wonder Dots sind allerdings für Musselin ideal, weil sie geklebt und nicht gebügelt werden. Es genügt, wenn nur eine der Jacken mit Wonder Dots vorbereitet wird. Wende jetzt eine der Jacken und stecke sie rechts auf rechts in die andere Jacke hinein. Alle Markierungen und Nähte sollen sich genau treffen. Stecke beide Jacken bündig rechts auf rechts zusammen. Zusammengesteckt wird nur die vordere Öffnung der Jacke. Die Ärmelsäume bleiben aktuell noch, wie sie sind. Wenn alles zusammengesteckt ist, sollte es jetzt so aussehen. Nähe einmal mit der Overlock komplett um die vordere Öffnung der Jacke herum. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt kann man doch schon erkennen, was es wird. Wende die Jacke durch die Wendeöffnung. Forme alle Nähte gut aus. Stecke dann das Ärmelfutter in den Ärmel zurück. Dabei sollten die Ärmelnähte genau aufeinandertreffen. Dann kannst du sicher sein, dass sie sich nicht verdrehen. Und jetzt nähen wir die Ärmelkanten zusammen.
Falte dafür die Nahtzugaben der Ärmel 1 cm nach innen um. Lege die Nähte dabei genau aufeinander. Du kannst den so vorbereiteten Ärmelsaum auch mit einem Stoffclip sichern. Eve hält hier einfach die Ärmelsäume zusammen und krabbelt mit der einen Hand durch die Wendeöffnung, um den Ärmel wieder rauszuziehen. Auf diese Weise kommst du nicht durcheinander. Jetzt kannst du die Ärmelkanten einfach rechts auf rechts aufeinander stecken. Anschließend werden sie einmal mit der Overlock rundherum abgenäht. So sollte das dann aussehen. Wiederhole das Ganze beim zweiten Ärmel. Anschließend kannst du die Säume schön ausformen. Bei Musselin solltest du den Stoff übrigens nicht bügeln, sondern nur bedampfen und dann glatt streichen, sonst verliert er seine schöne Struktur. Bringe jetzt die Druckknöpfe nach Gebrauchsanleitung an. Du kannst hier übrigens ganz kreativ werden und die Jacke sowohl einreihig als auch zweireihig schließen. Und so sollte das jetzt aussehen. Jetzt kannst du den Verschluss schon mal testen und dich über die schöne neue Jacke freuen. Aber wir müssen ja noch die Wendeöffnung schließen. Das kannst du entweder mit der Maschine machen oder mit einem Matratzenstich per Hand. Wenn die Jacke als Wendeöffnung getragen werden soll, dann empfehle ich dir den Matratzenstich. Den verlinke ich dir hier auch nochmal. Zum Schließen der Wendeöffnung faltest du die Nahtzugaben 1 cm nach innen um. Dann kannst du sie knappkantig mit einem Geradstich abnähen oder du nutzt eben den Matratzenstich. Mit Matratzenstich sollte das jetzt so aussehen, dann ist die Wendeöffnung vollkommen unauffällig. Und damit ist die Basisversion der Jacke auch schon fertig. Ist die nicht wunderschön geworden? Die Jacke kann übrigens auch als lässiges Oberteil getragen werden. Für die klassisch geknöpfte Jacke brauchst du natürlich Knöpfe und den Knopflochfuß deiner Nähmaschine. Probiere unbedingt vorab aus, welcher Stich sich für den verwendeten Stoff am besten eignet. Ich verlinke dir hierzu auch noch einmal einen ausführlichen Blogbeitrag zum Thema Knopflochnähen in der Beschreibung unterm Video. Zum Öffnen der Knopflöcher kannst du einen scharfen Nahttrenner benutzen. Stecke vorab eine Stecknadel quer ins obere Ende des Knopflochs. Dadurch kannst du vermeiden, dass du mit dem Nahttrenner die Knopflochnaht beschädigst. Auf der anderen Seite des Vorderteils werden jetzt die Knöpfe angenäht. Denk dran, Knopflöcher für Mädchenjacken kommen ans rechte Vorderteil und Knopflöcher für Jungenjacken sind im linken Vorderteil. Wenn du die Jacke mit Klickverschlüssen arbeiten möchtest, brauchst du 2 bis 3 Klickverschlüsse und ein Gummiband in der Breite der Verschlüsse. Schneide das Gummiband 6 bis 7 cm lang zu, falte die kurzen Kanten zueinander und fixiere sie mit einer Hilfsnaht, damit sie sich beim Nähen nicht verschieben. So sollte das jetzt aussehen. Als Blende verwendet Eve kleine Kunstlederstücke von 2 cm Kantenlänge. Die Kunstlederblenden werden anschließend
auf das Gurtband genäht, und zwar auf die Knopfposition. So sollte das jetzt aussehen. Damit nichts verrutscht, fixiert Yves noch das Gummiband mit ein paar Stecknadeln. Und dann wird das Gummiband mitsamt Blende mit einer viereckigen Naht und einem Geradstich auf die Knopfposition genäht. Und schon ist die Jacke fertig. Klick dich doch auch mal rüber zu Instagram und folg mir dort. Bei Instagram teile ich regelmäßig meine Nähtipps, Videos und Ideen. Falls du also auf der Suche nach frischer Inspiration bist, dann bist du bei Instagram genau richtig. Na, das war doch wirklich easy, oder? Und hat es dir Spaß gemacht? Dann freue ich mich über einen netten Kommentar von dir und auch, wenn du magst, über ein Like und ein Abo. Wenn du zusätzlich die kleine graue Glocke aktivierst, dann bekommst du immer eine Info, wenn ich wieder ein neues Video auf meinem Kanal einstelle. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bist du das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!